Du bist hiermit schon allen anderen Fotografen und Filmemachern voraus. Warum? Das besprechen wir in diesem Video. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Edmond Rietze hier und heute sprechen wir darüber, warum es wichtig ist, einfach immer an seinem Business zu arbeiten, nach vorne zu kommen und nicht vielleicht nur Unterhaltungsvideos. Und damit bist du jetzt schon mal weiter als die meisten da draußen, weil du dich gerade hier dieses Video anschaust und wirklich irgendwie lernen willst, wie du dein Geschäft nach vorne bringst, wie du die Fotografie, deine Videografie einfach auf das nächste Level bringst. Und so hart es klingt, aber die meisten, ja, Leute interessieren sich dafür nicht oder wie man das richtig aufbaut, weil kennst du vielleicht von selber, wenn du auf YouTube mal bist, dann ja, so Business-Themen oder Geschäftssachen haben ganz, ganz wenige Aufrufe, teilweise gerade mal 1000 oder sowas, wo es wirklich mal um viel Mehrwert geht und was einen eigentlich theoretisch nach vorne bringt. Aber irgendein Katzenvideo da draußen oder so hat über 1 Million Aufrufe. Das muss man sich erstmal so vorstellen, wie das eigentlich sein kann, dass etwas, was einen eigentlich nach vorne bringen könnte, persönlich und finanziell und für die Familie, für die meisten irgendwie uninteressant ist oder die meisten sich damit nicht beschäftigen wollen, aber irgendwie sich unterhalten lassen möchte sich jeder. Und dass das irgendwie rein logisch betrachtet eigentlich gar keinen Sinn macht. Klar, ne, wir haben alle auch irgendwie einen Hauptjob, wir sind auch alle irgendwie belastet und wollen uns dann natürlich auch nach Feierabend vielleicht mal auch einfach mal entspannen und uns tolle auch mal einfach ein Katzenvideo anschauen, um sich zu entspannen, ist ja alles gut. Aber in dieser Relation zu betrachten, dass wirklich Business-Themen, starke Sachen, in dem Beispiel so einen kleinen Bruchteil, jetzt gerade zum Beispiel hier auf YouTube ausmachen, aber irgendwie, ja, Unterhaltung ist eigentlich so 95% alles, was du auf YouTube findest, ist alles in der Regel Unterhaltung. Und guck mal vielleicht auf dein eigenes Verhalten, was für YouTube-Kanäle hast du so abonniert, ja, wie bist du da auf dem Weg? Und damit du dich einfach noch verbesserst und das noch stetig verbessern kannst, schau mal, ob du auch die richtigen Kanäle da auch richtig abonniert hast, weil hier bist du schon mal, wie gesagt, sehr gut, dass du jetzt einen Kanal hier hast, wo halt regelmäßig Business-Themen kommen, Geschäftsthemen für deine Fotografie und Videografie, ja. Ich sage jetzt nicht, dass du alle Katzenvideos nicht mehr schauen sollst, wenn dir das Spaß macht, klar, guck dir das gerne mal an, aber in der Regel, ja, um schnell voranzukommen, lieber gucken, okay, wie kann ich das nach vorne bringen, welche Inhalte sind wirklich nützlich für mich, ja, und was gibt mir vielleicht nur kurz irgendwie einen Dopaminstoß für 20 Sekunden, aber danach ist es halt verflogen, ne? Wie schon viele irgendwie bei Social Media oder über TikTok irgendwie 2-3 Stunden da am Swipen sind und vielleicht kurz lachen, aber ganz ehrlich, was bringt das letzten Endes, ne? Also natürlich hat man für den Moment vielleicht ganz kurz Spaß, aber da merkt sich doch niemand was. Also nach dem 10. TikTok, du weißt auch gar nicht mehr, was du alles gesehen hast. Du kannst auch gar nicht mehr wiedergeben, was du dort geschaut hast. Und das einfach als kleiner Weckruf. Ja? Versuch nicht irgendwie, dich nur so die Zeit zu vertreiben, weil du wirst später es eher bereuen zu sagen, ja, hätte ich mal, ne, hätte ich mal lieber damals ein bisschen mehr Gas gegeben und dann hinterher den Spaß nachgeholt. Weil wenn erstmal dein Geschäft läuft, ja, wenn du gute Aufträge hast, gut bezahlte Aufträge hast und das dann auch läuft, dann kannst du dir mal Urlaub gönnen. Ja? Dann kannst du dir später vielleicht mal Mitarbeiter gönnen, wenn du das groß aufziehen willst. Und dann hast du mehr Freizeit für dich. Ja? Das heißt, die Lorbeeren erntet man dann nach der Arbeit dementsprechend. Ganz, ganz wichtig. Aber du bist, wie gesagt, hiermit schon mal ein weiter Schritt als die meisten da draußen. Von daher, falls du noch nicht getan hast, abonniere gerne den Kanal, damit du keine neuen Sachen verpasst. Und wenn du natürlich auch dementsprechend als Fotograf oder Videograf schnell vorankommen willst, ich packe dir hier mal einen Link zu einem Video hin, wie man als Fotograf sein erstes Geld verdienen kann. Und wenn du schon gut dein Handwerk beherrschst und einfach nicht weißt, woher die richtigen Kunden kommen sollen, dann trage dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch. Und wir zeigen dir das sehr gerne unter www.edmond-rietze.de. Freuen uns sehr, von dir zu hören. Bis dann.